Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Dann stellt euch mal einen Blinden vor, der in der Blindenszene gar nicht so bekannt ist. Die meisten, man kennt sich, sonst kennt man immer, jeder kennt jeden, haben wir auch festgestellt in den letzten beiden Tagen. Aber nehmen wir einen Blinden einmal, einen Manfred Meyer. Wahrscheinlich gibt es auch wieder Blinde, die so heißen, aber es ist eben einer, den man nicht kennt. Und ein unauffälliger blinder Manfred Meyer, der wollte sich, ja, der war auch auf Jobsuche, hat ganz normale Ausbildung gemacht. Meinetwegen sowas wie ich und Felix, Fachangestellter für Medieninformationsdienste. Und der bekam dann tatsächlich mal ein Jobangebot. Also es kam nach einer Bewerbungsphase eine Einladung für ein Vorstellungsgespräch und überlegte dann, wie geht er da am besten ran. Hat irgendwie mal gehört, ja, es gibt doch irgendwie sowas, was die Readat nennt, wusste aber sonst nichts. Hatte außer einer Telefonnummer eigentlich keine weiteren Infos darüber. Der landet dann in meinem Büro. Ich arbeite dort seit 12 Jahren als Sachbearbeiter. Ich hatte aber, als er mich anrief zum ersten Mal, hatte ich wenig Zeit. Und weil er locker war und wir uns verstanden, waren wir auch schnell per Du. Ich sagte dann, Manfred, schau doch bitte erstmal auf unsere Homepage. Ich kann dir später mal ganz viel darüber erzählen, aber ich habe gerade überhaupt leider gar keine Zeit. Also nahm er seinen Rechner, ging auf www.rehadat.de und fand eine ganz schöne, relativ barrierefreie Seite vor, die auch jeden BITV-Test bestehen würde. Das ist also die übliche deutsche Zertifizierung für Barrierefreiheitsanforderungen. Und schaute ins Hauptmenü und fand dann Folgendes vor. Portale Menü, Schalter reduziert Doppelpunkt. Genau, er öffnete das Menü. Der Schalter wird dann ja von JAWS bekanntlicherweise als erweitert angezeigt. Und es öffnete sich eine Liste. Aufzählungszeichenliste mit 7 Einträgen. Genau, und die 7 Punkte heißen wie folgt. Link Hilfsmittel, Link Werkstätten, Link Talent Plus, Link Seminaranbieter, Link Bildung, Link Literatur, Link Gute Praxis. Von wegen 7, es sind viel mehr. Link Forschung, Link Ausgleichsabgabe, Link Statistik, Link Recht. Link ICF-Lotse, Link Adressen, Aufzählungszeichen, Hilfsmittel. So, er war etwas erschlagen und dachte sich, spinnt der Rufus Witt da? Was hat er mir da zugemutet? Ganz viele Links, wie sagen wir, was? Das sollen jetzt also verschiedene Themenportale sein. Was bieten die einem? Irgendwann hatte ich wieder mal Zeit, ihn zurückzurufen und sagte, Manfred, sorry, es ist einfach so, eigentlich musst du gar nicht alles wissen. Ich führe dich jetzt mal ein bisschen ein und erkläre dir, was du wirklich brauchst für dein Vorstellungsgespräch oder was dein Arbeitgeber vielleicht brauchen könnte. Ja, also ich habe erstmal ein bisschen erzählt. Rehadat gibt es schon, wir haben dieses Jahr 30 Jahre Jubiläum gefeiert. Das ist ein Projekt, angesiedelt beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Das ist eben eigentlich ein Institut, was immer eher als arbeitgebernah bekannt ist, weil es auch von dem Arbeitgeberverbänden und von Unternehmen mitgetragen wird, die machen eigentlich Wirtschaftsforschung. Also eigentlich passt so ein Projekt wie wir passen da gar nicht so richtig thematisch rein, wenn es da eher um Forschung geht zu unterschiedlichen Gebieten. Aber irgendwie war es vor Ende der 80er so, dass es einfach, die sollten noch irgendwas Soziales mal machen. Es sollte irgendwas geben, was ein bisschen das Image vielleicht leicht verbessert, wie auch immer. Und da hat dann damals damals hieß es ja noch die Bundesanstalt für Arbeit, das Arbeitsamt, was heute die Arbeitsagentur wäre, hatte beschlossen, man könnte auch mit denen kooperieren. Da hat eine kleine Mannschaft von 4 Leuten damals angefangen. Inzwischen sind wir eine Gruppe von 25 Kollegen plus einiger studentischer Mitarbeiter, die einfach, ja, das fing mit so einer CD-ROM damals an. Es gab immer so Zeiten, da hieß es immer so, ach ja, Rea, das ist doch diese CD. Und da sagten wir, ja, okay, die CD haben wir seit 2009 nicht mehr. Wir haben ja öfter auch Messestände auf der Reha-Care und so weiter. Die Reha-Care ist ja die größte Reha-Messe. Es nennt sich immer die größte Messe Europas, heißt es ja jedes Jahr, immer in Düsseldorf. Und viele fragen immer noch nach der CD, aber wir haben uns doch ein bisschen weiterentwickelt, zum Glück. Diese Infos, die wir jetzt haben, irgendwie rund 80.000 verschiedene Dokumente oder noch mehr, die würden auf so eine einfache CD-ROM gar nicht mehr raufpassen. Insofern sind eben Themenportale. Das hat sich ja immer mehr gewachsen. Ist auch so, das Projekt wird vollständig finanziert aus Mitteln der Ausgleichsabgabe. Die Ausgleichsabgabe, da haben wir ja kurz schon mal gestern nebenbei erwähnt, sind ja die Firmen, die keine
Menschen mit Behinderung einstellen möchten oder sich das nicht zutrauen. Die zahlen ja da in diesen Topf ein. Und damit muss da eben was, irgendwas gemacht werden, was behinderten Menschen mit Behinderung zugutekommt. Und eines dieser Projekte sind eben wir. Wir werden also vollständig daraus finanziert, vollständig finanziert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, also in dem Fall ja Hubertus Heil, unser derzeitiger Minister. Das Projekt läuft immer über 4 Jahre, also alle 4 Jahre muss man immer in einen neuen Antrag reinschreiben, der lange vorbereitet werden muss. Was kann man jetzt, wir können ja nicht sagen, wir machen einfach weiter wie bisher, Business as usual, man muss immer irgendwas Neues entwickeln, muss immer so am Puls der Zeit bleiben, irgendwas machen, was gut ankommt, was wirklich auch gerade vielleicht relevant ist, was wichtig ist, was wirklich behinderte Menschen weiterbringen könnte, und da lassen wir uns immer irgendwas Neues einfallen. Gleichzeitig muss aber natürlich auch der Datenbestand, der schon da ist, auch weiter gepflegt werden. Ja, das so ganz kurz zum Hintergrund, das will ich auch nicht so ausführlich machen. Ja, der Manfred hat ja auch noch gesehen, dass wir auch noch neben diesen ganzen Portalen, die einem erstmal gar nichts sagen, noch so eine Themennavigation anbieten. Liste mit 6 Einträgen, Verschachtelung 1. Es sind nur 6 Themen, das ist doch schon mal ein bisschen simpler. Aufzählungszeichen, Linkhilfsmittel und Arbeitshilfen. Aufzählungszeichen, Link im Arbeitsleben. Aufzählungszeichen, Link im Arbeitsleben. Aufzählungszeichen, Link Bildung und Qualifizierung. Aufzählungszeichen, Link Förderung und Ausgleich. Aufzählungszeichen, Link Adressen und Kontakte. Aufzählungszeichen, Link Recht, Wissen und Forschung. Genau, also wenn einer mal tief einsteigen möchte, ein bisschen tiefer, dann würde ich empfehlen, diese Themennavigation im Hauptmenü, die bringt einen schon so ein bisschen weiter, weil man dann auch Einstiegstexte erhält, falls ihr dazu mal Zeit habt. Aber es soll jetzt um etwas anderes gehen, und zwar wieder um das Vorstellungsgespräch von Manfred. Denn es ging ja darum, wie kann er sich am besten vorbereiten, wie kann er seinem Arbeitgeber das ein bisschen schmackhaft machen, dass er für den Job geeignet ist, abgesehen von der fachlichen Qualifikation. Womit könnte man noch so ein bisschen winken, sag ich mal. Ich dachte erstmal, bevor wir aber dazu kommen, ist es auch wichtig, ja, was bieten wir generell? Also wie kann man Readapt von dieser abstrakten Ebene runterholen? Was ist konkret interessant? Zum Beispiel ein Bereich. Frage. Ja? An welchen Standorten seid ihr? Einfach nur in Köln. Das Institut der deutschen Wirtschaft ist in Köln. Okay. Da haben wir unser Büro. Und das reicht auch. Ich glaube, wenn man jetzt noch mehr Standorte hätte, das wäre ein bisschen kompliziert. Es würde auch nichts bringen, wenn wir an verschiedenen Orten sitzen würden. Ja, also so ein Kernbereich habt ihr eben auch schon kurz gehört. Das war dieser Bereich Hilfsmittel. Da kann man sich auch dann schon mal informieren. Was gibt es zum Beispiel auf dem Markt gerade für Hilfsmittel, gerade für Blinde? Dieser Bereich würde dann so aussehen. List Aufzählungszeichen, Listenende, Listenende, leer. Bei Suche den Filter. So, also man geht, es gibt eines unserer Seiten, ist zum Beispiel, könnt ihr euch merken, wenn ihr möchtet, rehadat-hilfsmittel.de. Das ist eines der Portale. Wenn man auf rehadat-hilfsmittel.de geht, empfiehlt sich für uns Blinde, das Suchfeld zu benutzen, was sich auf der Startseite befindet. Man könnte dort zum Beispiel Breitzeile eingeben als Suchbegriff. Leer bei Suche den Filter. Dann schickt man ganz normal die Suche ab. Wichtig wäre dann, weil es dann sehr viele Treffer kommen, nicht nur Modelle von Breitzeilen, sondern auch vielleicht ein paar Hintergrundtexte darüber, was ist überhaupt eine Breitzeile und so. Es gibt dann einen Suchfilter. Diesen Filter könnte man dann betätigen. Bei Suche den Filter anwenden. Link Ergebnisse filtern. Dieser Link heißt Ergebnisse filtern. Man würde dort reingehen. Dann öffnet sich dann poppt so ein Ding auf mit mehreren Kontrollkästchen. Das erste Kontrollfeld. Das erste Kontrollfeld, was dann erscheint, nennt sich Produkte. Das würde man anklicken und schon bekommt man als Ergebnis wirklich nur reine Breitzeilenmodelle. Wichtig dabei ist auch noch zu wissen, es gibt da eine Auswahl zwischen relevante Suchergebnisse und nach aktuellem Datum Suchergebnisse sortieren. Den Filter bitte immer auf relevant lassen, sonst kommen einfach Ergebnisse, die nicht so sinnvoll sind. Relevant ist am besten, weil da ist eine so eine typische Suchgewichtung drin. Es ist ja inzwischen alles so automatisiert, so ein bisschen intelligente Suche. Und da sind wirklich dann die Breitzeilen, die wichtig sind. Die tauchen als oberste Treffer auch auf. Da würde man hier als Beispiel jetzt zuerst eine Breitzeile bekommen. Leer und relevant, Leer 1. So, Treffer 1. Link zur Detailansicht von Ausgabegerät für Computer/Braille-Display.
Modell Doppelpunkt Breie Zeile Profiline. Hersteller Doppelpunkt Hedo-Reha-Technik GmbH. So, wenn man sich ein bisschen auskennt, so eine Firma wie Hedo ist nicht so sehr bekannt, die waren früher mal bekannter, die haben auch nicht früher gerade den besten Ruf genossen. Jetzt könnte ein ganz kritischer Blinder natürlich sagen, warum steht denn diese Breitzeile gerade oben von Hedo? Die haben doch gar nicht mehr so eine große Bedeutung inzwischen. Ja, es ist einfach so. Warum die jetzt oben steht, weiß ich auch nicht. Da hatte ich keinen Einfluss drauf. Aber wichtig ist, wir sind einfach neutral. So eine Seite früher wie Incops, die haben ja wirklich, vielleicht kennt die einer oder andere von euch, das INCOBS, die haben ja wirklich immer Geräte getestet, Software getestet, das war super. Ich finde, sowas wie Incops sollte es dauerhaft und für immer geben. Gibt es die nicht mehr? Ja, dieses Projekt nicht mehr. Das sind auch wieder so Projekte, die laufen nicht wie wir mal eben 30 Jahre, immer wieder mit der nächsten Verlängerung, sondern die waren nach 4 Jahren wieder ausgelaufen. Die Firma, die das macht, diese Firma Dias, die gibt es noch, die haben auch schön nette neue Projekte. Aber so ein Projekt muss immer wieder neu bewilligt werden vom Ministerium und Incops wurde eben, da gab es mehrere Projektlaufphasen, das fing schon 2001, glaube ich, an, aber es wurde eben nicht mehr bewilligt. Man kann die alten Testergebnisse alle noch nachlesen, das ist auch gut so. Plus die Software und Apps, die entwickeln sich auch weiter. Irgendwann bringen die alten Testergebnisse noch nicht mehr so viel. Wenn es sowas wie Incops dauerhaft gäbe, das wäre natürlich super für jeden Blinden, weil es die einzige neutrale Quelle wäre. Ja, plus wir bei Rehadat einfach, wir testen nicht, wir sammeln die Hilfsmittel. Können aber keine Bewertung eingeben und werden uns auch hüten, Bewertungen abzugeben, weil es ja einfach auch so für uns gar nicht möglich. Das ist einfach nicht unsere Aufgabe. Aber zumindest kann man bei uns einen Überblick kriegen, was es an Screenreader oder Großschriftsoftware oder auch an Bildschirmlesegeräten und so weiter, Vorlesesystemen gibt und eben auch die Breitzeile. Als zweiter Treffer würde dann zum Beispiel jetzt hier auftauchen. Data Doppelpunkt auf leer. Link Grafik 2. Link zur Detailansicht von Ausgabegerät für Computer / Braille Display. Modell Doppelpunkt Braille Zeile aktiv Braille. Das ist ja von Handytech in dem Fall. Hersteller Doppelpunkt Helptech GmbH. Helptech, Entschuldigung, Handytech war es früher mal. Jetzt heißen sie ja Helptech. Genau, also so würde eine Liste aussehen. Eigentlich werden diese Treffer auch als Überschriften dargestellt. Das ist jetzt irgendwie hier gerade nicht der Fall. Das liegt aber an meiner Kopie der Seite. Also es muss ja auch alles irgendwie gut navigierbar sein, dass man einfach als Vollblinder und auch mit der Taste H von Überschrift zu Überschrift springen kann und solche Dinge, da legen wir natürlich größten Wert drauf und das ist ja für mich auch wichtig. Ich bin der, außer mir gibt es dort keinen behinderten Kollegen. Ich bin der Einzige, der auch jemals als Behinderter nach langer Zeit mal wieder eingestellt wurde und auch der einzige Blinde und ich kann also mein Augenmerk auf diese Dinge legen, auch was die Sehbehindertengeschichten angeht, gute Sichtbarkeit, ein gutes Layout für Sehbehinderte, haben wir natürlich auch alles von leserlicht.info, von diesen DWSV-Projekten, versucht mit einfließen zu lassen und auch ständig uns da weiterzuentwickeln. Wir haben auch schon Usability-Tests durchgeführt, wo dann geguckt wurde, dass auch natürlich andere Menschen mit motorischen Behinderungen das testen oder auch Gehörlose, Schwerhörige, dass man einfach schaut, dass wir da wirklich versuchen, da jedem gerecht zu werden, weil es ja einfach auch dieser Lexikon-Bereich, egal wo ihr seid, ihr könnt immer auf das Lexikon zugreifen. Wenn ihr vielleicht irgendeinen neuen Begriff hört, auch sowas wie das Bundesteilhabegesetz oder sowas, wo man denkt, was ist das eigentlich nochmal alles? Es gibt so viele Begriffe, die wabern da immer durch die Gegend, wenn es um Thema Behinderung und Arbeit geht. Im Lexikon versuchen wir alles so gut wie möglich zu erklären, auch von jedem Lexikonartikel aus auch noch auf tiefergehende Hintergrundinfos oder praktische Leitfäden zu verweisen. Das ist eben eine Menge, aber auch das ist ein weiterer Einstieg. Leer. Liste mit 1. Ein Aufzählungszeichen. Link Sehbehinderung / Blindheit. Aber zurück zu unserem Kandidaten fürs Vorstellungsgespräch. Denn die Frage ist ja auch, wie kann man, klar, wir haben gestern gesagt, wenn man ins Vorstellungsgespräch geht, am besten als blinder Sehbehinderter den Laptop irgendwas mitbringen oder vielleicht ein Smartphone und das den Verantwortlichen dort mal vorführen, damit sie überhaupt sich vorstellen können, wie sowas geht. Ich war mal in einem Gespräch, das war sogar hier beim Matzak Verlag, das ist auch schon lange her, und da sagte dann der Personalchef zu mir und auch die Leiterin Personalentwicklung, wir können uns nicht vorstellen, wie sie arbeiten, dazu fehlt uns die Fantasie. Also sie waren wirklich offen und ehrlich. Es ist ja schon gut, dass sie das sich getraut haben, es zuzugeben, aber es zeigt eben auch in erschreckender Weise, dass man es eben wirklich nicht vorstellen kann. Es gibt natürlich auch heute im Jahr bald 2020, man kann sich alles schon ein bisschen ergoogeln, wenn man die Zeit und die Muße dafür hat, weil man natürlich auch auf YouTube jetzt oder auf Videoplattformen viel mehr Videos sehen kann, also viel anschaulicher, als man sich erstmal da einlesen müsste. Übrigens auch wir machen demnächst Erklärvideos, ist ja gerade voll in. Das wird sich aber erst in den nächsten Jahren noch entwickeln. Ja, das sind Möglichkeiten, bloß die meisten tun es eben nicht. Und dann dachte ich, ich könnte doch dem Manfred noch als Tipp mitgeben, dass wir ein weiteres Portal haben, was sich
Rehadat gute Praxis nennt, mit so mit Best Practice Beispielen. Rehadat-praxis.de ist, ist die einfachste Adressform. Wenn man nämlich Rehadat-praxis.de eingibt, dann ist dort einer der Hauptbereiche. Es geht wirklich um Praxisbeispiele, um ganz normale, ganz reale Fälle. Wie haben es Leute geschafft, einen Job zu bekommen? Wie sind die dort reingerutscht? Und wie können die arbeiten? Was brauchen sie zum Arbeiten? Wenn man dort auf Behinderung klickt, gibt es dann auch einen Bereich. Aufzählungszeichen links Sehbehinderung / Blindheit. Einen Bereich Sehbehinderung und Blindheit. Dort wird natürlich nochmal, du musst ja auch dann daran geführt werden, irgendein Personaler oder vielleicht ein Leiter einer Fachabteilung, die sich für sowas interessieren, die würden erstmal sehen, wie können Blinde überhaupt arbeiten und sowas. Was ist überhaupt Blindheit, Sehbehinderung? Was kann getan werden? Genau. Überschrift. Was kann getan werden? Mehr zum Thema, Überschrift Ebene 3. Die könnten dann wieder mehr zum Thema auch noch irgendwas anklicken. Und dann kommt das Wichtigste, diese ganz konkreten Praxisbeispiele. Die sind in unserem Fall so sortiert, das sind Rehadat-Wissen über Praxisbeispiele runde Klammer auf 92 runde Klammer zur Überschrift Ebene 3. Wir haben hier 92 Fallbeispiele von Blinden und Sehbehinderten. Die fangen an mit den, sag ich mal, Vollblinden oder gesetzlich Blinden. Das sieht man am ersten Beispiel schon. Erster zur Detailansicht von Umschulung eines Chemiefacharbeiters mit Blindheit zum Masseur und medizinischen Bademeister in einem Berufsförderungswerk. Überschrift Ebene 5 Link. Gut, das war in dem Fall so ein später Blindeter, der umgeschult werden musste. Es kommt ja darauf an, in welcher Branche man arbeitet, ob es gerade für diese Branche, wo sich ein Blinder Sehbehinderter bewirbt, ob es da schon ein Beispiel gibt. Natürlich sollte man vielleicht das vorher schon mal vor dem Vorstellungsgespräch sich selber anschauen als Betroffener und dann überlegen, kann man das, solche Sachen den Verantwortlichen in der Firma irgendwie unterjubeln? Gibt es irgendeine Möglichkeit darauf, im Gespräch hinweisen, macht keinen Sinn, da macht sich keine Notiz. Vielleicht, wenn es später nochmal einen Mail-Kontakt gibt oder so, weil es irgendein Detail noch zu klären ist, könnte man nebenbei schreiben. Übrigens hier finden Sie noch Beispiele, wie Leute erfolgreich vermittelt wurden. Da denke ich, das wäre eine Gelegenheit, wenn man es irgendwie schafft, ohne zu aufdringlich zu sein, die Leute in der Firma dann mal darauf hinzuweisen, dass es diese Praxisbeispiele gibt. Es geht dann noch so weiter. Weiter zur Detailansicht von Arbeitsplatzgestaltung für einen Masseur mit Blindheit, Überschrift Ebene 5 Link. Gut, schon wieder ein Masseur, ein bisschen einseitig. Dritter zur Detailansicht von Ausbildungsplatzgestaltung für einen Metallwerker mit Blindheit, Überschrift Ebene 5 Link. Das ist schon ein bisschen was Spezielleres vielleicht. Weil ich glaube, wenn ich überlege, selbst die BFWs oder BBWs, die bieten sowas ja immer nur für Sehbehinderte eigentlich an, diese Ausbildungsgänge. Wenn das ein Blinder macht, ist es schon ein bisschen was anderes. Vierter zur Detailansicht von Gestaltung eines Bildschirmarbeitsplatzes für einen Lageristen mit Blindheit in der Zulieferindustrie, Überschrift Ebene 5 Link. Auch das ist ja nicht was Alltägliches, ein Blinder in einem Lager Betrieb arbeiten kann. Da hat in dem Fall, glaube ich, auch, es gibt auch diese speziellen Firmen wie Dräger und Linert, die dann auch so ganz speziell mit diesen RFID-Chips ja so Systeme entwickeln, wo man dann diese Chips irgendwo raufkleben kann auf bestimmte Kartons, Behälter, wie auch immer, auf Gegenstände. Das sind auch natürlich so Speziallösungen, die bietet nicht jede Firma an. Aber wenn man einfach erstmal weiß, sowas ist auch möglich, auch solche Dinge, die selten vorkommen, aber es gibt diese Form der Arbeitsplätze. Man kann da, wenn man selber engagiert ist, wenn der Arbeitgeber engagiert ist und wenn die Kostenträger und die Hilfsmittelfirma engagiert sind, dann kann man auch da mit viel Glück weiterkommen. Fünfter zur Detailansicht von Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsassistenz für einen Vertriebsmitarbeiter im Außendienst mit Blindheit, Überschrift. Genau, also wieder so ein ähnlicher Fall, das ist ja schon das, was man eher so ein bisschen kennt. Dann gibt es auch sowas wie. Sechster zur Detailansicht von Gestaltung eines Arbeitsplatzes für eine Redakteurin mit Blindheit beim Rundfunk, Überschrift. Genau, das sind so ein paar. Das Beispiel mit Blindheit geht es dann noch ein bisschen weiter. Die reinen Blinden gehen, glaube ich, bis zum Treffer 28. Mal zur hören. Detailansicht von Arbeitsplatzgestaltung für einen Zoo-Mitarbeiter mit einer Sehbehinderung und Rückenerkrankung, Überschrift Ebene 5 Link. Genau, also wenn man weiter runter scrollt, die Liste weiter runter, wandert mit dem Cursor, mit der Maus, wie auch immer, irgendwann kommen dann die Sehbehindertenbeispiele, falls die wichtiger sind, die tauchen eben ein bisschen weiter unten auf. Das muss man eben wissen, falls ihr reine Sehbehindertenbeispiele und keine Blindenbeispiele wollt oder braucht. 27. Genau, das ist dann ab 26, 27 geht das los. Und so weiter. Moment, so. Es waren, glaube ich, 92 waren das, genau. Ja. Also das ist einfach so, das macht so ein Kollege, der hat auch noch ein paar
Hilfskräfte zur Verfügung, ein paar Mitarbeiter. Der guckt wirklich, einige reichen das so schriftlich ein, diese Beispiele, oder man fragt dann so gewisse Dinge per Telefon vielleicht ab, aber er war auch oft vor Ort, hat die Leute besucht, wenn es die Zeit erlaubt. Wir haben ja viel zu tun, unsere Zeit ist da sehr knapp bemessen, aber man tut, was man kann. Und kann dann natürlich auch, wenn er vor Ort ist und ganz gezielt Fragen stellt, dann kann man auch viel genauer diese Details erfassen, die auch wichtig sind und das so auch aufbereiten. Wenn man jetzt auf so ein Beispiel raufgeht, sieht man nämlich oben so eine kleine Zusammenfassung für die Lesefaulen, sag ich mal, oder für die Leute, die einfach wirklich wenig Zeit haben, sich da zu vertiefen. Man kann das so ein bisschen anlesen, man kann aber auch wirklich in die Details einsteigen. Irgendwann haben wir dann mal konsequenterweise auch mal mein Beispiel, also mich aufgenommen, weil ich dann ja auch schon 10 Jahre da war. Und dass man einfach so ein bisschen eine breite Bandbreite also abdecken kann, so ein breites Spektrum, dass man wirklich das auch die ganz seltenen Dinge. Es gab auch mal so einen blinden Bauern, der hat irgendwie als Bauer dann es auch geschafft, dass sein Hof, nachdem er erblindet war, noch weiter zu verwalten. Oder diesen blinden Fitnesstrainer, gab es auch mal so einen Kieser-Trainer, glaube ich, das ist auch da irgendwo drin. Oder in Österreich gab es ja mal einen blinden, der ist irgendwie Waschmaschinenverkäufer bei Mediamarkt in Wien geworden. Das ist alles, ist schon erstaunlich, was da wirklich ist. Aber klar, nicht jeder hat diese Chance und diese Rahmenbedingungen, nicht jeder hat diese Begabung und Talent, ist alles unterschiedlich. Aber gerade das kann ja vielleicht auch so ein Firmen überzeugen nach dem Motto, es ist möglich, es ist nicht alles völlig unwahrscheinlich. Man sollte es ruhig mal sich trauen, es zu probieren. Das ist ja so die Intention des Ganzen. Naja, blinde Verkäufer, na gut, vielleicht nur Verkäufer sind, aber die so Apple Store und so arbeiten, sind hier teilweise auch blind. Genau, ja, der Jakob zum Beispiel, ja, den kenne ich auch noch. Ja, Jasim oder Dennis, Dennis sieht noch was. Ja, und einfach irgendwie so gucken, eben diese Fantasie, der Arbeitgeber ein bisschen anzuregen und zu gucken, da geht wirklich was. Es gibt da Möglichkeiten. Wenn ihr das dem Bewerber zutraut, dann probiert es doch aus. Überschrift: Bildungsport. Genau. So, das war so ein Ansatz, den man auch so einem Bewerber wie dem Manfred ins Gespräch mitgeben könnte. Dann ist immer so die Frage, so der Förderinstrumente. Leer. Klar, es ist natürlich gut, sich vorher zu informieren, bevor man in so ein Vorstellungsgespräch geht, wer ist zuständig, ist es die Arbeitsagentur, also für Berufsanfänger zum Beispiel, wenn man länger im Beruf ist, über 15 Jahre, ist es ja meistens die Rentenversicherung, andere Dinge werden wieder von Integrationsämtern bezahlt oder bezuschusst. Da gibt es dann auch ein Portal, was vielleicht auch die Arbeitgeber ein bisschen erschlagen könnte, nennt sich talentplus.de. Das wird in einem Wort geschrieben und das Plus auch als Wort, einfach nur talentplus.de. Das ist wirklich eher so für Arbeitgeber auch vor allem gedacht. Dort gibt es auch einen Bereich Personalgewinnung. Das ist so, wenn also ein Arbeitgeber vielleicht wirklich so, weil es immer heißt, Fachkräftemangel herrscht zurzeit, dass die dann sagen können, wenn da Behinderte was leisten können, dann können wir doch mal gucken, welche Tipps, welche Leitfäden gibt es da? Heute heißt was ja immer ganz hochgestochen, Handlungsempfehlungen zum Beispiel. Und man versucht eben das so, ja, das Thema ist nun mal leider komplex. Man muss es so ein bisschen irgendwie strukturieren, aufbereiten. Man muss sich da auch ein bisschen reinlesen. Auch als Arbeitgeber müsste man sich die Mühe dann machen. Aber besser als wenn es gar nichts gibt, sag ich mal so. Und dann gibt es auch so einen speziellen Bereich dort. Das ist dann dieser Bereich in Beschäftigung, wo so die Förderinstrumente aufgezählt werden. TP-Doppelpunkt. Liste mit 4 Einträgen. Aufzählungszeichen Link Währung. Liste mit Aufzählungszeichen Link Rechtliches und Hintergrund. Genau, es gibt da also, es ist ein sehr umfangreicher Bereich. Es wäre auch falsch, hier alles vorzustellen, aber dort, ich würde auch so sagen, es ist leider auch so, ich habe dann das Gefühl, die Sachbearbeiter von den Kostenträgern wie Arbeitsagenturen, die wissen ja auch nicht immer alles. Solche Dinge wie, es gibt ja auch Gehaltszuschüsse, sowas, Lohnkostenzuschüsse, das wissen Sie vielleicht schon, aber es gibt zum Beispiel auch bestimmte Sonderförderprogramme vom Bund und von den Ländern, die werden manchmal für ein paar Jahre aufgelegt und sowas. Und ich denke auch, wenn es vielleicht darum geht, wie kann man noch den Arbeitsplatz finanzieren, die Arbeitsplatzausstattung, und die Sachbearbeiter sind überfordert, auch denen könnte man dann mal das talentplus.de ans Herz legen. Weil wir dort auch wirklich sämtliche Förderprogramme auflisten, die gerade noch laufen. Wenn die eine Laufzeit von 3 Jahren haben, die würden bei uns drin sein. Ob nun das vielleicht vom Bundesland NRW irgendwas ist oder irgendein bundesweites Förderprogramm. Die sind bei uns so lange drin, wie es sie gibt. Und wenn sie irgendwann auslaufen, dann fliegen die auch so bei uns sofort wieder raus.
die würden nicht noch, würde keine Karteileichen bei uns vorfinden, wo dann ein Sachbearbeiter in die Irre geführt wird und sagt, ja, das könnte ich doch vielleicht versuchen, da was zu beantragen für meinen Klienten, für meinen Kunden, und dann gibt es vielleicht gar nicht mehr, das wäre ziemlich peinlich. Also die, ja, die werden dann sofort auch gelöscht. Was wir auch noch in diesem Zusammenhang haben, ist ein sogenannter Förderfinder, weil es ja auch darum geht, welche, von wem gibt es welche Leistungen, was gibt es von der Arbeitsagentur, was gibt es vom Integrationsamt und so. Und in diesem Bereich kann man sich entweder durch diese Förderseite einfach durchklicken, und es gibt auch eine Förderfinder-App, die wir seit ein paar Jahren haben. Die läuft auch für Android und auch für Apple, also für iOS, für beide Systeme. Kann man sich runterladen, und auch dort kann man dann, entweder sucht man gezielt nach Bundesländern oder gibt andere Kriterien ein. Das sind so Dinge, die versucht man einfach den Leuten, allen Beteiligten in so einem Prozess, was an die Hand zu geben. Da irgendwie damit weiterzukommen. Und das konnte dann auch der Manfred im Vorstellungsgespräch seinen Arbeitgeber auch vermitteln und auch dem Sachbearbeiter, und die alle so an einen Tisch kriegen. Es ist auch immer schwierig. Ich erinnere mich auch bei meinem Gespräch damals, als ich mich dann neu war. Der Personalchef, der stöhnt irgendwann und sagt am Ende auch, ja, wenn er das gewusst hätte, wie schwierig das wird, der hätte das vielleicht eventuell gar nicht gemacht. Wenn die Leute einfach nie erreichbar sind in den Behörden, auch in der Arbeitsagentur, er sagt irgendwie, er war einfach niemand erreichbar, er hatte das Gefühl, es gibt gar keine Arbeitsagentur in der Stadt, in der ich damals noch gewohnt hatte, weil er einfach niemanden erreichen konnte und so. Das sind so Dinge, die dürfen eigentlich gar nicht sein, die erschweren einem noch das Ganze. Und ich bin noch immer froh, dass es dann die Integrationsfachdienste für solche Fälle gibt, wenn die sich da reinarbeiten, die sollen ja so ein bisschen so eine Art Management, eine vermittelnde Funktion haben zwischen allen beteiligten Parteien. Ich glaube, auch an die sollte man sich im Vorstellungsgespräch, wenn es keine anderen Ansprechpartner gibt, früh wenden und versuchen, die mit einzubeziehen, um da wirklich weiterzukommen. Ja, das sind eben hier diese ganzen Förderinstrumente, die mute ich euch nicht alle zu. Ich springe mal ein bisschen schnell weiter. Oder als Rubrik haben wir auch noch zum Beispiel die Rubrik Wer hilft? Auch das ist ja so ein Link, der irgendwie für sich spricht. Man sagt ja, klicken rauf, und dann sieht man, welche Leistungsträger, welche Kostenträger gibt es. Wie kann man da, an wen sollte man sich wenden müssen? Denn man kann ja auch nicht von, es ist natürlich gut, wenn jeder blinde Bewerber weiß, A, was brauche ich für Hilfsmittel, und B, wen werde ich ansprechen müssen, wer finanziert mir meine Arbeitsplatzausstattung und solche Dinge, dann ist es gut, aber das kann nicht jeder, kann so fit sein. Also nicht jeder hat das einfach so alles im Kopf und sich vorher schon mal eingelesen. Es ist immer ratsam, das zu machen, aber es ist einfach auch eine komplexe Materie. Insofern, für all die, die das nicht können, gibt es eben so diese bestimmten Ansprechpartner und Ansprechstellen. In dem Zusammenhang haben wir auch noch ein Adressenportal, das wäre dann natürlich rehadat-adressen.de. Auch wieder mit zahlreichen Rubriken, die man sich alle nicht zu Gemüte führen muss, weil es einen auch wieder erschlagen würde. Aber es gibt dort auch wieder einen Bereich speziell Adressen und Beratungsstellen für Blinde. Oder wenn man ins Suchfeld dann eingeben würde, vielleicht Blindheit, Sehbehinderung, auch dann würde man wieder ja, alles Relevante dazu finden. Was ich natürlich auch interessant finde, was wir auch immer machen, zum Beispiel, da gibt es auch dann diese, die früher immer hießen Integrationsfirmen, heute heißen die Inklusionsfirmen. Das ist so ein bisschen so eine Art zweiter Arbeitsmarkt. Da versuchen ja auch diese Firmen, seit ein paar Jahren wachsen die wirklich wie Pilze aus dem Boden. Ob die gerade Stellen für blinde Menschen, für Sehbehinderte bereithalten, ist die nächste Frage. Das müsste man dann die Firmen alle abklappern, aber zumindest die Firmen werden immer mehr und mehr und werden auch im Moment sehr stark gefördert und bezuschusst. Und auch dieses Verzeichnis der Inklusionsfirmen, die bieten wir als PDF an, aber ich finde es eigentlich für einen Blinden oder für einen Sehbehinderten praktischer, wenn man die auch in dem Adressenportal nach Inklusionsfirmen suchen würde. Dort, weil man die auch dann sofort in eine Sortierung nach Branchen und nach Dienstleistungen bekommt und dann darauf klicken kann, auf den Bereich, für den man ausgebildet wurde. Und wahrscheinlich bei solchen Inklusionsfirmen mal zu gucken, ob die vielleicht gerade Stellen anbieten. Wenn die in einem Bereich sind, wo man vielleicht wohnt oder sich zutrauen würde hinzuziehen, auch das wäre eine Möglichkeit, vielleicht zu schauen, haben die gerade was frei. Und ich denke, ich finde auch, die sollten auch viel offener für Initiativbewerbungen sein, auch wenn sie damit vielleicht erschlagen werden. Aber trotzdem finde ich, wäre es schön, wenn die einfach dann höflich. Es gibt ja viele Initiativbewerbungen, die im Sande verlaufen, wo nicht mal Absagen geschickt werden. Habe ich zumindest damals so erlebt, was natürlich auch sehr schade ist. Oder es kommt eine Absage nach anderthalb Jahren. Auch das habe ich mal erlebt.
bei einem ARD-Sender, ich sage keinen Namen. Da hatte ich schon längst einen Job. Ich hatte schon meine Bewerbung wieder vergessen, dass ich mich dafür überhaupt jemals beworben hatte. Aber ja, ich finde, das ist so, das könnte was sein, wo man es versuchen könnte. Oder auch diese, inzwischen gibt es ja auch dann, die haben einen ganz komplizierten Namen, neben den Behindertenwerkstätten entstehen ja auch jetzt so alternative Leistungsanbieter durch das neue Bundesteilhabegesetz. Da ist auch die Frage, was, wie viel wird da, ich weiß nicht, wie genau sie sich von den Inklusionsfirmen abgrenzen, aber zumindest sollen die ja auch ein bisschen gewisse Begabe und Talente fördern außerhalb von der Werkstatt. Und auch da könnte sich ja vielleicht was entwickeln, wo der ein oder andere, der unsere Behinderung hat, mal reinrutschen könnte. Das ist so, wäre so meine Hoffnung für die nächste Zeit. Ja, das ist so. Und auch die sammeln wir jetzt vermehrt. Es gibt noch nicht viele von diesen neuen alternativen Leistungsanbietern, aber die werden wir auch, da werden wir die Liste auf jeden Fall auch pflegen und gucken, dass wir da auf dem neuesten Stand bleiben. Aufzählungszeichen, Link Fachkräfte und Azubis finden. Ja, wir haben noch ein Bildungsportal, das eher sich an den Bereich Studium und Ausbildung richtet. Das ist dann readat-bildung.de. Das ist, dort gibt es einmal einen Bereich für Pädagogen, für pädagogische Mitarbeiter. Auch einen Bereich, wo sich vielleicht jeder Interessierte, auch vielleicht Angehörige oder Freunde, Bekannte informieren können. Oder auch wieder die, natürlich die Sachbearbeiter der Kostenträger. Aber eben auch den Bereich wirklich, wo Leute, die wissen, wie kann man als Behinderter, welche Ausbildungsformen gibt es oder wie kann man sich hinterher noch versuchen weiterzubilden, wo die direkt angesprochen werden. Und in diesem einen Portal, da werden auch von Anfang an die Leute auch geduzt. Das ist klar, damit es auch die Jugend ein bisschen anspricht. Sind auch damals damit in Schulen gewesen. Ich glaube, das war sogar in der Schule für Menschen mit Lernbehinderung, haben das dann mal vorgestellt. Ich glaube, es kam auch so auf den ersten Blick relativ gut an. Also, dass man ein bisschen versucht, auch das alles praktisch zu erproben. Nicht nur irgendwie sagt, wir machen hier irgendwas und wir sind hier irgendwie mit unserem geballten Wissen, aber schaffen es nicht, das Wissen so an den Mann zu bringen, dass es auch von allen Teilnehmenden, von allen Lesern, Leserinnen verstanden wird. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja, das ist es eben, das Readat Bildung. Dann, was wir auch noch anbieten, so Dinge, die sind für euch nicht so wichtig, aber zum Beispiel, wenn Unternehmen sich mehrfach behinderte Menschen eingestellt haben, es gibt da oft so ein, dann werden oft sogenannte Integrations- oder Inklusionsvereinbarungen geschlossen, dass man so ein bisschen so ein Rahmenwerk hat, wie, was ist wichtig, wie kann man die Behinderten auch gut im Unternehmen integrieren. Und auch dieses Verzeichnis der Inklusionsvereinbarung wird für uns immer aktualisiert jährlich. Das ist auch, denke ich, wichtig, wenn ein Unternehmen da so reinwächst und nach sagt, oh, wir brauchen auch mal so eine Art Fahrplan, so ein Regelwerk, so einen Rahmen, wie man, ja, wie so Behinderte, wie es mit unseren behinderten Kollegen laufen sollte und Kolleginnen, dann können Sie sich an diesen Dingen auch orientieren. Wir werden auch sogar eine App dazu entwickeln, demnächst eine App für Inklusionsvereinbarung, wo dann jeder Arbeitgeber oder jeder Schwerbehindertenvertreter, Inklusionsbeauftragte, sie auch so ein bisschen dann richtig Checklisten abhaken kann und gucken kann, was ist da wichtig, was gibt es schon, was sollte man berücksichtigen, was kann man eventuell vielleicht weglassen, weil es zu unserer Firma nicht passt. Ja, das sind so Dinge. Ja, ich schaue noch ein bisschen weiter. Wir bieten ja so wahnsinnig viel, dass man selber den Überblick auch als Beteiligter verliert irgendwann. Inklusionsvereinbarungen, ja, Wissensreihen. Genau, wir haben noch angefangen, Wissensreihen zu entwickeln, auch zu verschiedensten Behinderungen. Es ist ja auch dann schwer, wenn man Behinderung, es gibt einfach vielfache Behinderungen, das alles abzudecken, ist auch eine große Aufgabe. Aber wir haben es geschafft, meine tollen Kollegen haben es geschafft, eine Wissensreihe, also eine Broschüre zum Thema Sehbehinderung und Blindheit auf den Weg zu bringen. Auch wieder so eine riesen, ziemlich langes barrierefreies PDF, wo man sich in das Thema gut reinlesen kann, auch für alle Beteiligten gedacht, um zu gucken, was ist ja, warum, wie ist es möglich, wie läuft sowas. Da gibt es auch so Umfrageergebnisse, wurden mal Behinderte auch befragt, die im Job sind. Wie läuft es so bei dir? Hast du, wo haben sich Probleme ergeben? Sowas wie Software-Updates zum Beispiel vielleicht, der Screenreader kommt nicht richtig mit, das Update wird unangekündigt aufgespielt und legt vielleicht sogar den ganzen Screen wieder lahm. Ja, oder das Update wurde aufgespielt, aber ist dann auch dann okay, aber der Screenreader kommt einfach nicht mit den Funktionen. Also man kann auch teilweise mal lesen, man kann aber nicht mehr alles lesen, nicht mehr sich alles ausgeben lassen. Das sind so Dinge, die kamen auch bei der Umfrage dann zum Beispiel raus, dass es ja Probleme gibt, aber auch, oder wo wünschen sich dann die behinderten
Kollegen noch ein bisschen verbessern? Wo haben die noch Verbesserungswünsche? Was kann man da machen? Was läuft schon gut? Das ist ja auch gut, wenn man immer auch als Feedback vielleicht für Arbeitgeber, wenn sie sich jetzt in diese Broschüre reingucken würden. Ja, das soll ja auch wieder zeigen, dass es auch möglich ist. Es gibt auch immer wieder mal hier oder da und da Probleme, vielleicht auch größere Probleme, das ist eine individuelle Sache. Aber generell ist es möglich. Es gibt schon erfolgreiche Beispiele. Das sind alles so Zugangswege, wo man versucht, es den Leuten ja, aufzuzeigen, das irgendwie denen schmackhaft zu machen. Ja. Dann ist es so, wir haben immer wir haben einen Newsletter, der erscheint alle 2 Monate, also nicht so oft, sag ich mal. Das ist natürlich, deckt ja auch wieder verschiedenste Bereiche ab. Alles, was mit Behinderung und Arbeitsleben zu tun haben könnte. Aber dadurch, dass er nicht so oft erscheint, würde ich sagen, ich kann ihn schon empfehlen, wenn man eine Ausgabe langweilig ist, mal eine Mail, dann kann man sagen, okay, der war jetzt nichts. Bin ich mal gespannt, in 2 Monaten wieder, dann vergisst man auch wieder, dass die irgendwann kommen, weil die auch, man hat ja so viele Newsletter abonniert, oft die Leute, dann weiß man gar nicht mehr, was da alles noch wieder kommen könnte, ist wieder überrascht, oh ja, den gibt es ja auch noch, den habe ich auch noch abonniert, da kommt wieder einer. Also da könntet ihr auch von der Startseite aus im Newsletter-Bereich, wenn ihr möchtet, eintragen oder beim Newsletter-Archiv stöbern. Das sind immer auch so 12, 13 Punkte in jeder Mail, das ist nicht so wahnsinnig viel. Man muss ja auch nicht alle Themen dann anklicken, die einen nicht interessieren, die kann man ja einfach links liegen lassen. Aber das Angebot gibt es und der Rhythmus wird auch nicht plötzlich einfach erhöht oder wird irgendwie weniger. Es ist einfach klar, der erscheint alle 2 Monate und da kann man sich drauf verlassen und weiß, was man dann da, in welcher Dosierung das also so erfolgt. Es gibt doch auf unserer Startseite oder eigentlich auf jedem Portal einen speziellen News-Bereich, immer mit wirklich nur so themenrelevanten Meldungen, wo man dann so rein ein bisschen schmückern kann, gibt es da was Interessantes gerade. Wir twittern auch eigentlich. Ich würde sagen, ich behaupte mal ganz kühn, jeden Tag irgendwas, versuchen da wichtige Dinge zu verbreiten, die irgendwie Behinderte oder deren Freunde oder Bezugspersonen da interessieren könnten. Auch Veranstaltungshinweise, gibt es so eine Rubrik mit Terminen, entweder wenn wir selber Messetermine haben, vielleicht einen eigenen Stand haben, auf so großen Messen wie der RehaCare zum Beispiel. Die werden natürlich da auch veröffentlicht oder auch interessante Veranstaltungen, wo man denken, das könnte, ja, die breite Masse der Behinderten, der Menschen mit Behinderungen interessieren. Versuchen wir auch immer am Ball zu bleiben. Newt Vita, unsere Seminare. Dann ist es so, wir bieten auch noch eigene Seminare an, 4-mal im Jahr in der Regel. Das ist dann für einen Tag, kostet ungefähr, früher war es mal kostenlos, aber inzwischen ist es einfach so, es kostet rund 100 Euro, 95 Euro pro Seminar. Man kann da sich einführen lassen in das allgemeine das Thema so Teilhabe im Arbeitsleben von Behinderten, Menschen mit Behinderung, was ja, wie läuft das so, was gibt es dafür so zu beachten? Man kriegt so einen Tagesüberblick. Das zweite Seminar, einen Tag später in der Regel, ist dann ein Hilfsmittelseminar, wo Hilfsmittel, welche gibt es und wer zahlt, heißt es, ein bisschen schmissiger Artikel, also wie läuft es mit Hilfsmittelversorgung, welcher Kostenträger ist zuständig, was auch so Sachen, so was tun bei Widerspruch zum Beispiel. Das sind auch so Sachen, die werden auch auf unseren Seiten beschrieben. Was kann man, wie kann man sich dann verhalten, wenn bei Ablehnung, wenn was abgelehnt wurde, man Widerspruch einreichen muss oder muss man den Klageweg bestreiten? Das sind so Dinge, die musst du ja irgendwie in die breite Masse steuern. So wir als Blinde kriegen da vielleicht mal ein bisschen mehr auch wieder mit als andere. Aber eben gerade die Leute, die sich irgendwann mit Behinderung nur zwangsläufig beschäftigen müssen, wie ein Arbeitgeber, der noch nie einen Behinderten eingestellt hat, oder eben auch, wenn du bei der Arbeitsagentur neu bist, als neuer Angestellter, als Sachbearbeiter, wie auch immer, oder technischer Berater, du musst dich ganz erstmal einarbeiten. Und da versuchen wir eben auch, Hilfestellungen zu geben. Newsbereich, ja. Termine, leer. Überschrift, Ebene 2, Link, Grafik, leer. Adressen, die Adressdatenbank. Inklusionsbetriebe nach Bonn, leer. Liste mit Aufzählungszeichen, Link, andere Leistungsanbieter nach dem BTHG. Ah ja, wir haben noch ein Werkstättenportal, hatte ich vorhin kurz erwähnt. Abgesehen davon, dass man natürlich dort sämtliche Werkstätten sehen kann, was die für Produkte und für Auftragsarbeiten machen, da kann man auch wieder ganz, ganz fein sortieren. Es geht auch sehr, sehr in die Tiefe. Wird dort auch alles beschrieben, was es gibt, so dieser Bereich, eben wenn man von der Werkstatt versuchen möchte, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, über unterstützte Beschäftigung oder Probebeschäftigung oder eben diese neuen Leistungsanbieter, das wird dort auch recht ausführlich beschrieben, wo ich denke, das ist ja auch eine Chance, wenn man vielleicht seine Begabung erkannt hat und da mal gerne raus möchte, zu lesen, was gibt es da für allgemein, welche
Möglichkeiten könnte es da geben. Das ist wirklich ganz, ganz fein aufgedröselt. Generell finde ich sowieso immer bei solchen Portalen, wenn die, bevor man da irgendwie sich durch die Menüs so wild rumklickt, ich bin immer ein Fan von solchen Sitemaps oder Inhaltsübersichten. Das kennt ihr ja vielleicht auf vielen Webseiten auch. Entweder heißt sowas ja oft Inhaltsverzeichnis oder Sitemap oder einfach der Link heißt Übersicht. Wenn man darauf geht, dann wird man natürlich von einer riesigen Liste erschlagen, weil natürlich dann können Sie vielleicht sich gerne mal vielleicht 200 bis 300 Links öffnen. Aber ich finde, da ist der Vorteil, ich erkenne anhand, zumindest als Screenreader-Nutzer, als JAWS oder NVDA-Nutzer, ich sehe ja dann diese ganzen, ich sehe, was zu wem gehört, weil die Listen ja aufpoppen und dann die Listen haben nochmal eine neue Liste, dann kann ich zumindest mir, ich schaue mir lieber sowas mal in Ruhe an, als dass ich mich durch fünf Menüs immer wieder weiter durchklicke. So kriege ich dann so einen Überblick, was gibt es alles. Aber das ist, da bin ich auch so ein bisschen freakig vielleicht. Ich glaube, nicht jeder hat vielleicht den Nerv, sich da so eine riesen Gesamtübersicht anzuschauen. Das ist so ein bisschen, weil ich eben auch wie Felix ein Medieninformationsarchivfachangestellter bin. Das ist der Bereich Information, Dokumentation. Vielleicht sind wir da auch so ein bisschen, haben wir so ein bisschen so einen Hang dazu oder so einen Spleen, dass mir uns sowas Spaß macht. Das ist, muss jeder seinen eigenen Weg versuchen zu finden. Okay, Entschuldigung, ich nehme das zurück. Dann bin ich eben so ein Freak. Ja, weil ich fand immer früher schon so in Zeiten, als das DSL erst so aufkam, man musste ja früher so mit Modem surfen, viele von euch kennen das gar nicht mehr, da haben auch die Seiten immer so langsam geladen und so. Und da dachte ich mir immer, dann habe ich doch lieber eine Riesenübersicht und versuche mir da zu erfassen, wie ist die Seite aufgebaut. Vor allem immer lieber, als wenn ich 1000 Seiten nochmal neu laden muss und die Ladezeiten früher immer so lang waren und so. Und dann springt dir das JAWS wieder weg an eine Stelle, wo du gar nicht hin willst. Das haben ja die Screenreader auch so an sich, solche Macken. Plötzlich nach dem Laden einer Seite irgendwo hinzuspringen, obwohl es gar nicht der Seitenanfang ist. Das sind so Sachen, die kennen wir ja alle. Ja, ich glaube, es ist so, es gibt noch andere Dinge, aber ich glaube, ich erspare sie euch lieber, weil dann wird es nur noch komplizierter. Ist auch wichtig, weil diese Ausgleichsabgabe, die muss auch immer berechnet werden, die Firmen zahlen, die keine behinderten Menschen einstellen möchten. Dazu haben wir so ein Berechnungstool mal entwickelt, das heißt Readat Elan. Das Projekt wurde inzwischen, das haben wir so ein bisschen verloren, irgendwann wollte die Arbeitsagentur das lieber für sich reklamieren. Das heißt, wir einfach nur vom Institut her einfach Institut der Deutschen Wirtschaft Elan, also IW Elan, das gehört nicht mehr offiziell zu Readat, obwohl wir da auch als Kollegen da teilweise mit angestellt sind. Die muss eben, sowas gab es eben früher gar nicht. Die hat wirklich auch selber Readat damals entwickelt, weil man sagt, du musst ja irgendwie hinkriegen können als Arbeitgeber, dann zu wissen, wie viel Prozent musst du denn jetzt zahlen und wo trägt man das ein und wie kann man das berechnen, die Ausgleichsabgabe, die man als Unternehmen zu zahlen hat. Das war aber auch schon, glaube ich, eine hilfreiche Sache, dass man nicht irgendwie das auf Papier irgendwie sich selber zusammenschustern musste, sondern dass die Software das erledigt. Ja, dazu haben wir auch noch mal schon ein spezielles Portal entwickelt, so ein Ausgleichsabgabeportal. Auch so wieder als Ermutigung für Arbeitgeber, einen sogenannten Ersparnisrechner. Da kann man dann sich so könnte man auch so einen Firmenchefs oder Verantwortlichen mal empfehlen und zu sagen, guckt mal in den Rechner rein, wie viel ihr so zahlen müsst, je nach Betriebsgröße und so weiter. Wenn ihr jetzt aber Behinderten einstellen würdet, dann könntet ihr so und so viel pro Jahr sparen. Wenn ihr noch mehr einstellt, könnt ihr auch noch mehr sparen. Wenn ihr einen Azubi einstellt, wird sogar doppelt angerechnet, dann könnt ihr noch mehr sparen. Und so, ja. Wer weiß, man kann es nicht sagen, wie viele das wirklich so Personalleute und so Chefs hinterm Ofen hervorlockt, aber wieder so ein Versuch zu gucken, ja, da könnt ihr doch mal sehen, wie viele, wenn ihr euch auf das Abenteuer einlasst und hoffentlich erfolgreich damit es erfolgreich verläuft und ein gutes Ergebnis kommt und ihr nachher sagt, wir sind so froh, denjenigen oder diejenige eingestellt zu haben, dann ja, dann war es ja erfreulich. Dann war das auch wieder ein Anreiz, der sich gelohnt hat, den zu setzen. Jedenfalls hat dann dieser Manfred Meyer hat es geschafft, seinen Arbeitgeber zu überzeugen, ist dann wirklich auch eingestellt worden. Ist immer so die Frage innerhalb der Probezeit, wie verhält man sich da? Ich erinnere mich noch so, ich glaube in meiner Probezeit, da war ich irgendwie ganz schön naiv, als ich bei Readat angefangen habe damals und dachte mir, ich fand es alles wahnsinnig spannend, ich war so euphorisch, ich wusste, ich will offen zu allen Kollegen sein und so, aber ich weiß nicht, man muss einfach so gucken, was erwarten die Kollegen von einem in der Probezeit? Was ist da, worauf kommt es jetzt wirklich an? Wo sollte man wirklich auch schnell, zügig vielleicht Ergebnisse liefern? Das sind so Sachen, das ist so, wenn man ein Berufsanfänger ist, musst du versuchen, so ein Gespür dafür zu entwickeln. Ich weiß noch, ich habe in meiner Probezeit bestimmt ein paar Böcke geschossen, wo ich denke, so, da hätte ich vielleicht bestimmt, ja, man muss ja auch überlegen, da geht es ja wirklich irgendwie um alles. Wenn das dann nicht klappen würde,
dann bist du nach 6 Monaten oder vielleicht sogar vorher schon. Oder vielleicht du zeigst dich in Gesprächen, in Klärungsversuchen, vielleicht nicht flexibel genug oder so. Du musst ja schon darauf achten. Ich glaube, da bin ich auch ein bisschen so durchgestillt, habe mich so durch, ich will nicht sagen durchlaviert, aber es ist einfach, man kann auch nicht alles im Blick haben, aber trotzdem zu gucken, wo, ja, worauf kommt es jetzt wirklich an? Was zum Beispiel kann ich mich erinnern, ich hätte dann, mein Arbeitgeber hatte einfach Kontakt mit dem Integrationsfachdienst aufgenommen, wollte als beratende Funktion, weil die Arbeitsagentur ja nie erreichbar war. Und der Personalchef, der damalige, sagte dann zu mir, ja, die haben noch ein paar Fragen an Sie, bitte melden Sie sich mal bei denen, Herr Witt. Und ich sagte dann, gut, kann ich machen. Und dann hat er aber dieser Integrationsfachdienstmensch irgendwie auch dem, leider meinem Arbeitgeber gesagt, ja, vielleicht schafft der Herr Witt das ja gar nicht so schnell, den Weg zu lernen. Wie soll es denn so schnell gehen, wenn er jetzt innerhalb von 4 Wochen anfangen muss mit der Stelle und so. Und ich war dann so ein bisschen sauer. Ich dachte mir so, du verbaust mir gerade so meine Chancen so ein bisschen und säest Zweifel bei meinem Arbeitgeber, dass ich das nicht schaffen würde, den Weg zur Arbeit rechtzeitig zu lernen. Das ist so ein bisschen kontraproduktiv eigentlich. Daraufhin war ich dann so sauer, dass ich dachte, bei dem Menschen will ich mich jetzt gar nicht melden. Das hat sich mit mir jetzt irgendwie verdorben. Der ist doch völlig unkonstruktiv, was der gerade macht, eher destruktiv. Und habe dann auch irgendwie, war dann einfach so naiv, meinem Personalchef zu sagen, ja, ich habe mich bei dem nicht mehr gemeldet, ich weiß ja, was ich brauche, es ist eigentlich, ja, war nicht so wichtig. Und daraufhin war er ein bisschen irritiert und sagte mir so, wir haben doch das abgesprochen, Sie sollen sich bei dem melden, Herr Witt, warum ist das denn nicht gemacht? Ich habe mich dann irgendwie, ja, ich konnte mich dann schon irgendwie dann, war nicht so schwierig, ich habe es auch nochmal nachgeholt und so weiter, das war kein Problem und es war ja auch klar, dass ich zum Glück eben wirklich selber genau wusste, was ich brauche, in dem Fall, weil ich da für sowas schon immer ein Interesse hatte. Aber vielleicht sollte man solche Dinge zum Beispiel vermeiden, dann irgendwie, also alles, was irgendwie unkooperativ und nicht mitwirkend so rüberkommt, da wäre es wichtig, glaube ich, das nicht zu machen. Der Manfred Meyer war da viel schlauer, der hat es alles auf die Reihe gekriegt. Ich konnte ihm den Tipp dann ja auch geben. Der hat alles da getan, um dem entgegenzukommen. Hat auch seine Probezeit dann erfolgreich geschafft. Und ich kann eben selber nie sagen, ob Rea das immer in allen Fällen ganz konkret helfen kann. Wir können, da wir eben alle Behinderungen abdecken, müssen wir unsere Angebote sehr breit streuen, aber wir versuchen es so konkret wie möglich zu machen und denken, es wäre einfach gut, wenn wir können auch nicht jedes individuelle Feedback bekommen und so weiter. Natürlich kriegen wir öfter auch Nutzeranfragen, dann macht man wieder so eine Recherche. Das ist eigentlich gar nicht so unsere Aufgabe, wir machen es aber gerne, soweit es die Zeit erlaubt und schauen dann, was kommt dabei raus. Und wenn man natürlich dann einem Nutzer solche Rechercheergebnisse liefern kann und sagen, hier schauen Sie mal da und da nach und da und da finden Sie das und das, dann kann auch schon mal ein gutes Feedback rüberkommen, aber generell kann man nie wissen, man kann die Klickzahlen und so weiter messen, man kann wissen, wie viele Leute sind auf der Seite jeden Monat und wo ist die Verweildauer am längsten und so, aber man weiß es nicht ganz genau, aber wir hoffen einfach so gut wie möglich, das in die Breite zu streuen, allen Betroffenen oder die damit zu tun haben, irgendwie zu helfen und hoffen, dass es auch noch weiter so sein wird und dass wir ein bisschen dazu beitragen können, wirklich Leute bei der Jobsuche und auch im Job zu bestehen, dazu helfen, auch vielleicht mit Weiterbildungsmöglichkeiten. Da gibt es ja solche Projekte wie dieses eBob vom DVBS, vielleicht habt ihr das schon mal gelesen, der eine oder andere. Die versuchen ja auch gerade wirklich richtige Weiterbildungsplattformen aufzubauen und zu gucken, wo kann man sich wirklich als Behinderter barrierefrei weiterbilden, dieses lebenslange Lernen, was heute alle propagieren, dass man eben guckt, wie kann man am Ball bleiben, wie kann man sich eventuell, wenn eine Veränderung ansteht, wie kann man dem schnellstmöglich gerecht werden, eine Umschulung zu kriegen. Es gibt ja auch manchmal Stellenausschreibungen von eBob, habe ich schon gelesen. Ja, Stellenausschreibung? Okay. Ja. Also Stellen, die halt über eBob versendet werden. Ja, das stimmt. Genau, also die werden, ja, denke ich mal, nicht von denen direkt sein. So im Newsletter meinst du? Newsletter. Ja, ja, das stimmt. Da haben sie auch mal, gemacht. Ja, das stimmt. Und ja, auch in dem Bereich eben, dass man im Job weiter bestehen kann oder wenn jetzt vielleicht eine Sehbehinderung im Job noch schlimmer wird, die kommst du dann weiter, gibt es auch dieses betriebliche Eingliederungsmanagement, heißt das dann. Das kann ja auch für einen vielleicht leicht Sehbehinderten, wo die Sehbehinderung dann irgendwie zunimmt oder wo eine andere Behinderung dazukommt plötzlich, auch das kann es ja leider geben. Ich finde mal halt genug zu tragen als Blinde, aber wie gesagt, wir sehen ja bei Jan Christopher, es gibt auch wirklich Vollblinde im Rollstuhl, da kenne ich auch jemanden, der hat sie immer wacker durchs Leben geschlagen. Das ist auch klasse. Und eben auch da zu gucken, wie kann man dann im Betrieb rechtzeitig anmelden, wie kann man sich, welche Umschulung ist jetzt wichtig oder will man vielleicht mal mit der Arbeit ein bisschen runtergehen.
Das sind alles Dinge. Auch dafür versuchen wir Tipps anzubieten für dieses betriebliche Eingliederungsmanagement. Ist auch auf Talent Plus zu finden. Ja, man schaut eben, wir tun da, was wir können. Oder wenn wir merken, irgendwas fehlt noch was, dann entwickelt man irgendwas Neues dazu. Wenn sich in der Gesellschaft wieder irgendwas ändert. Eben mit dem Bundesteilhabegesetz, das hat ja auch mehrere Phasen. Die nächste Phase beginnt ab Januar. Dass da auch sich die Eingliederungshilfe ein bisschen neu auf ganz neue Stellen, auf neue Behörden verlagert wird. Diese Behörden müssen, glaube ich, wirklich neu geschaffen werden, richtig. Insofern, das ist ja einfach. Es wäre auch schöner, wenn es einfach diese Ansprechstellen viel einfacher wären. Wenn es eine Stelle für alles gäbe, wo man sich hinwenden kann und die können dir kompetent weiterhelfen. Dieser Dschungel ist der Dschungel der Kostenträger, so hat das Incops mal genannt, so ein Artikel im Dschungel der Kostenträger. Ja. Und so ist es ja leider auch mit diesen Förderinstrumenten. Und den Dschungel können wir nicht besser machen, man kann versuchen, so ein bisschen bessere Übersicht zu schaffen. Das sind alles so Ansätze und wir hoffen, dass das auch noch weiter erfolgreich bleibt und jeder kann uns gerne hilfreiche Tipps geben, wo man sagt, die Seite ist irgendwie, die und die Rubrik, der und der Bereich ist zu schlecht, kann man das noch ein bisschen besser erklären. Es ist auch sowas wie leichte Sprache, natürlich bieten wir auch so einen Einstiegsbereich in leichter Sprache an. Oder auch wahrscheinlich zunehmend auch in einfacher Sprache, auch ein Gebärdenvideo, dass man eben alle Gruppen mit einbeziehen kann. Aber wie soll man diese Förderinstrumente in leichter Sprache erklären können? Das bringt auch überhaupt nichts, weil man braucht ja dafür eh dann wieder einen Berater oder einen Sachbearbeiter oder jemand, der nur leichte Sprache versteht. Der bräuchte wahrscheinlich eh eine Art von Betreuer oder Assistenz, der eben dabei hilft. Aber ja, wir tun, was wir können und versuchen, so viel wie möglich zu geben und hoffen, dass es auch noch weiter so bleiben will. Ich glaube, um euch nicht weiter zu erschlagen, höre ich jetzt lieber auf. Ja, vielen Dank.